Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Ich habe hier wie versprochen mal die ganzen Spikes hier fertig gemacht. Hier sind noch ein paar Dia-Blöcke übrig. Und die können wir jetzt in die Mob-Farm packen. Und zwar hier rein. Zack, 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 zack. Wie viel Schaden machen die? Okay, geht. Liegt da wahrscheinlich an unserer Rüstung. Okay, dann würde ich sagen, ist die Farm erstmal soweit bereit? Vielleicht machen wir auch wir haben ja hier, Moment mal, wir bauen das mal kurz ein bisschen um. Hier kommt alles rein außer Skelette. Blacklist Skelette. Der hier macht gar nichts. Und hier kommen dann nur Skelette rein. Whitelist Skelette. So. Und hier machen wir mal nichts rein. Denn der hier bräuchte zur Not nur Strom zum Anschließen. Okay. Das hier haben wir schon, ne? Der hat schon einen Namen. Jetzt haben wir das Multimeter nicht dabei. Stimmt, das habe ich letzte Folge abgelegt. Multimeter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der vorne ready ist. Deshalb gehen wir mal hierher. Und stellen fest, wir haben da immer noch, oder wir haben da wieder keine Teleporter. Die habe ich alle abgebaut. Jetzt brauchen wir die wieder. Das war hervorragend klug von mir. So. Hier sind noch Runen, die wir irgendwann hier rausreißen können. Die brauchen wir ja nicht mehr. Zack, zack. So, können wir die schon mal einstellen. World of Suffering Mob Farm enablen. Okay, die brauchen Energie. Okay, dann sollen sie Energie kriegen. Ich glaube, die Creeper sehen mich hier. Okay. So. Einfach mal weg damit. Und dann ein Test. Hallo? Station cannot be located. Hä? Why? Warum geht das WLAN nicht? Wo stehen das Security Terminal? Da. Station cannot be located. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay, darum muss ich mich noch kümmern. Wir brauchen einen Tesseract. Und wir brauchen einen Tesseract und Redstone Energy Flux Duct. 3 Stück. Und wir schlafen mal noch kurz eine Runde. Das sieht ja auch spannend aus. Was ist mit dem hier los? Der hat doch Energie. Hä, der geht auch, der exportiert auch. Okay. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ja, da lang wollte ich. Richtig. So. Tesseractus. Einmal da in die Ecke und dann hier Redstone Conduits. Der hier geht auf Energy, zack. Dann haben wir nur noch die Telepads da. Die packen wir dann einmal da drauf und einmal da hinten ins Eck. Oh, das könnte ein bisschen tricky werden. Ja. Stirb mal bitte kurz und du auch. Dankeschön.
Warum auch immer da ein Creeper-Kopf aus dem Zombie rausgekommen ist. Okay. So, jetzt Mobform. Mobform enablen. Mobform enablen. Mobform enablen. Mobform enablen. Und die hier brauchen die einen Namen? Wir können denen schon einen Namen geben, ne? Nee, brauchen sie nicht. Wenn sie es nicht brauchen, warum sollten wir es machen? Geht immer noch nicht, ne? Das ist doch merkwürdig. Stone, Cobblestone. Wenn wir eh schon dabei sind, können wir uns auch gleich die Blutrunen hier mal holen. Ist ja schade drum. So. Jetzt haben wir jetzt zwar nur noch ein kleines Guckloch, aber das ist nicht so schlimm, denn theoretisch wird er jedes Vieh hier weggeportet. Magnet. Wie gesagt, theoretisch. Okay, haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Gut. Schauen wir mal. Wie sieht es denn hier hinten aus? Da ist eine Spinne. Okay, Spinnen können sich dem natürlich widersetzen, weil ich noch keinen Deckel drauf habe. Daran habe ich nicht gedacht. Und die Dinger hier funktionieren nicht, weil... Ach so. Die warten einfach nur ein bisschen. Also theoretisch müsste es schon funktionieren. Es kann natürlich sein, dass da oben schon wieder Spinnenparty ist. Ah ja. Dass hier deshalb nichts geht. Ja, wobei. Eigentlich gar nicht mehr so schlimm, ne? Schauen wir mal. Ah, da ist ein Creeper. Jetzt gucken wir mal, ob der Creeper irgendwo hingesaugt wird. Er müsste eigentlich von... Ja, einer von den beiden müsste den jetzt saugen eigentlich. Es sei denn natürlich... Das ist Whitelist-Skeletten. Okay, dann müsste es der hier sein. Der hier müsste unsere Freunde hier eigentlich... rübersaugen, ja. Macht aber nicht. Muss ich den vielleicht doch umdrehen? Nein? Ja. Jetzt warten wir mal. Ah ja, okay, ich muss ihn umdrehen. Gut. Jetzt wissen wir es zumindest schon mal. So. Und hier ist fröhliches Sterben angesagt. Sehr gut. Okay. Das bedeutet... Ja gut, Endermänner kann ich jetzt eigentlich... kann ich jetzt eigentlich echt weniger gebrauchen. Dafür brauchen wir echt mal die Blume, die die Endermänner dann alle wegschnetzelt. Boah, das mit dem WLAN, das nervt mich jetzt. Warum geht das nicht? Device online. Willst du mich doch verarschen? Wireless Access Point. Zack. Device Missing Channel. Wir warten. Ganz geduldig. Bis du einen Channel hast. Ja, Device online. Station cannot be located. Hä? Stimmt doch irgendwas nicht. Setzen wir mal das Ding hier neu. Und koppeln das nochmal neu. Ah ja, jetzt geht's. Irgendwas war mit dem Security Terminal los. Na gut. Wood. 1000. So. Huiuiui, da kommt eine ganze Horde Creeper an. Das ist nicht so toll.
Und was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum er hier überhaupt was macht. Denn er hat ja keine. Hat er gar keine Blacklist. Oder routet er einfach Mobs jetzt aus Prinzip? Einfach bloß nicht mit einem Creeper in Kontakt kommen, der uns sprengen will. Das heißt, mit jedem Creeper sollten wir besser nicht in Kontakt kommen. So, Wood. Ich mag Creeper nicht. Wer hätte das nur gedacht? Okay. Keiner wollte sich in die Luft springen. Das ist gut. So. Wenn ich mal so genau drüber nachdenke, eigentlich ist es ja schon verwunderlich, dass es nie so ein Skandal über Creeper gab, ne? Weil streng genommen sind Creeper ja Selbstmordattentäter. Wenn man es jetzt mal ganz genau nennt. Es hätte doch eigentlich schon längst einen Skandal geben müssen, oder nicht? Fällt mir jetzt einfach nur gerade so ein, wo ich so genauer drüber nachdenke. So. Okay. Warum werden die jetzt dann nicht weggepackt? Was funktioniert da nicht an dem System? Weil die haben keine Energie, weil ich sie nicht angeschlossen habe, richtig? Ah. Ja, das ist natürlich ein kluger Schachzug von mir gewesen, die nicht anzuschließen. Okay. Der andere ist dann hier oder da? Da. Okay. Dann muss der andere ja quasi da sein. Okay. Das heißt, wir brauchen unser WLAN-Terminal. Dann brauchen wir einen Tesseract. Ne, warte, wir haben da hinten einen Tesseract. Wir brauchen nur Redstone Energy Flux Ducts. Mal so 30 Stück. Die sind jetzt nicht billig, aber. Ja, oder. Warte, warte. Was soll da? Was soll das eigentlich hier? Ender. Flux? Hier, Resonant Flux Duct. Ich meine, was soll der Geiz? Ist ja nicht so, dass wir irgendwie ein Problem mit Energie hätten oder so. Oder mit Ressourcen. So. Jetzt wird das auch alles richtig geroutet. Jawohl. Okay, hier verbrennen halt immer noch Zombies. Das ist auch nicht unbedingt der Plan. Und hier hängt so ein Creeper. Ah, man muss ihn nur ein bisschen ablenken. Dann fällt er jetzt gleich hier rein. Dann fällt er jetzt gleich hier rein und ist tot. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass der mir hochgeht. Aber ging. Gut. What? Wieso? Weshalb? Und vor allem warum? War da unten Creeper? Wie ist der da hingekommen? Er muss ja hier gewesen sein, weil hier oben ist nichts gesprengt. Hey? Stonebrick. Das ist ein bisschen seltsam. Ein bisschen sehr seltsam. Jetzt habe ich die Suppe weggepackt, Digga. Kann hier unten was spawnen? Kann hier unten was spawnen?
Nee, eigentlich auch nicht, ne? Eigentlich auch nicht. Hier kann ich spawnen. Hä? Wie ist ein Creeper hingekommen? Glas. Borderless Glas. Das ist mit Sicherheit ein anderes, aber ist egal. Hauptsache erstmal zu. So. Hat eigentlich auch was. So ein Glas im Glas. Okay, wir gehen mal kurz schlafen und dann kümmern wir uns weiter um die Mobfalle. Also die Mobs werden auf jeden Fall schon mal sortiert. Das ist gut. So eine gute, gemütliche Vorsortierung ist der Schlüssel zu jeder guten Mobfarm. Jetzt haben wir hier, der braucht Nutrient, der braucht Strom und der hier hinten braucht gar nichts. Der ist mir schon mal sympathisch. Die landen alle hier. Na klasse. Schwert. Ich meine, wir haben noch ein Schwert, das ich um die kümmern kann. Müssen wir es nicht irgendwie aktivieren? Ach, das ist schon aktiviert. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Haben wir noch eine Vakuum-Chest? Nee. Also wir brauchen hier an dem Grinder eigentlich einen Fluid-Output, einen Item-Output und Energie. Das heißt, wir brauchen Conduits. Und zwar Item-Conduits, Ender-Fluid-Conduits. Ja, und eigentlich irgendwas mit Strom. Eigentlich die hier. Ender Energy Conduits. Automatisieren wir mal schnell. Conduit. Ender Energy Conduit. Hier. Grundsätzlich kein Problem. Wir haben nur kein Reinforced Servo. Aber wir haben Reinforced Servos automatisiert. Ja gut, das war jetzt fast zu einfach. Aber auch nur fast. Okay, einfach da rein. Ist egal. Conduit. 20. Machen wir mal. Ach so, weil ich die ganzen Dinger hier habe. So. Conduit. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das ganze System hier aufbauen. Wir brauchen ja Fluid hier. Machen wir das dann auch am besten so nach unten, oder? Hier ein Fluid. Und hier dann eher von hinten. Das heißt, hier brauchen wir was. Hier brauchen wir was. Und bei dem hier brauchen wir sogar noch viel mehr. Dann brauchen wir noch das. Und das. Okay. Das heißt, Moment mal. Items extract always active. Fluids extract always active. Energy insert. Okay. Hier haben wir Fluids insert. Und hier haben wir nichts. Okay. Dann gehen wir hier runter. Und sorgen erstmal für Energie und dafür setzen wir hier einfach ein Tesseract hin. Wir könnten zwar jetzt den anderen irgendwie anschließen, aber ganz ehrlich, zack, fertig. Zack, fertig. Und stellen wir den ruhig auf Extract Always Active.
So, dann haben wir ein Item-Conduit. Und wir haben ein Ender-Fluid-Conduit. So, und das muss beides ins ME-System. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Garden Soup. So. Bisschen auch Schmatzen zwischendrin. So, wir brauchen ein Interface und ein Fluid-Interface, genau. Da drücken wir mal den ganzen Spaß rein. So, einmal Interface-Check, einmal Fluid-Interface-Check. Hier ist Insert und hier ist auch Insert. Soweit, so gut. Hier hinten brauchen wir auch Item-Conduits. Denn hier kommt ein eine Vakuum-Chest hin. Und die soll ihren Kram auch hier rein inserten. So. Haben wir noch Item-Conduits? Item-Conduit. Machen wir 30. Wie? Wir haben nicht genug Conduit-Binder. Oh. Wieso ist das nicht automatisiert? Warum? Conduit. So. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Klasse. Können wir vielleicht noch ein paar Item-Conduits haben? So nochmal 10 vielleicht? Missing 2. Okay, dann so 8. Ja. 9. Okay. Zack, zack, zack. Okay, das reicht. Sehr schön. Nee, das ist dann eher auf der Höhe. Und jetzt haben wir den Spaßvogel hier noch. Ja, der braucht auf jeden Fall auch hinten eine Vakuum-Chest, die die Items raussaugt. Ich weiß nicht, ob wir das beim anderen nicht einfach aus Prinzip auch machen. So, und die geht dann davor. Dann haben wir noch die Flut-Conduit. Wo habe ich gerade Schaden gekriegt? Ist hier schon wieder irgendwas explodiert? Das sieht nicht unbedingt danach aus. Ist ein Enderman amok gelaufen? Meine Güte. So, und der braucht Nutrient. So. Wir können da eigentlich auf der gleichen Leitung entlang gehen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was mit dem Conduit-Binder los ist. Warum ist der nicht automatisiert? Binder. Hä? Warum? I, ist das teuer. Compressed Sawdust. Okay, das ist nicht das Problem. Compressed Sawdust können wir bestellen. So, dann gehen wir mal hier hin und sagen Binder. Composite. Zack. 8. Und dann aus einem Binder Composite werden 4 Binder. Okay. Enderman, lass mich einfach in Ruhe. Du bist noch früh genug. Das kriegen, was du verdienst. Binder. So, kann ich jetzt einen Binder bestellen? Nein, weil Stone Dust fehlt. Okay, Stone Dust. Nicht Stine Dust, sondern Stone Dust. Hier. Oh nee, das Zeichen. Okay.
Jetzt ist die Frage, was ist das effizienteste? Ach, gucke mal. Mit 100 Heat kriegen wir aus einem Cobblestone direkt einen Stone Dust. Das ist wahrscheinlich schon die beste Lösung, oder? Was braucht nur 100 Heat? Was ist hier in der Orewashing Plant? Gibt es hier auch so ein Rezept? Mit 100, nee, mit 1000 Millibucket Water. Nee, da brauchen wir Wasser für. Das ist doof. Okay, nee, also wir brauchen nur eine Thermal Zentrifuge. Stone. Okay, wir müssen dieses Gerät. Ist es das? Nein, ist es das? Nein, ist das? Ja. Dieses Gerät müssen wir automatisieren. Und es braucht wirklich nur 100 Heat, was sehr angenehm ist. Oh mein Gott, ist das langsam. Holy, okay. Ist das teuer? Thermal. Nö. Advanced Machine Casing können wir bestellen. Können wir Laser auch bestellen? Nee, haben wir aber noch einen Laser. Okay. Dann die Coils. Hä? Also Iron haben wir schon. Oh, 1 Million. Leute, wir haben 1 Million. Okay. Und Terminal. Ich glaube, dass die mal sowas wie teuer war. Kann das sein? Advanced Machine Casing. Ach, Industrial Craft 2 meine ich. Du bist schon ein Drama. Huch. Fertig. Das hat ja fast 10 Sekunden gedauert. Oh no. Was wollte ich denn hier automatisieren? Warum ist das da? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir können den Platz benutzen, oder? Brauchen wir jetzt mal weg hier. Was auch immer das mal werden sollte, jetzt ist es das nicht mehr. So, Thermal Centrifuge. Was kommt dahin? ME Interface. So, und dann schön in Reihe und Glied. So wie die anderen. Ja, wunderschön. Okay, wir brauchen noch zwei Glasfaserkabel und so ein Upgrade. Glasfaserkabel können wir bestellen. Dankeschön. Ne, wir brauchen zwei, verdammt. Dankeschön. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit für die Folge. Aber ich will noch kurz ein Ejector-Upgrade machen, genau. Weil dann können wir bis zur nächsten Folge mal eine ordentliche Menge von dem Shit bestellen. So, da kommt das hier rein. Und das hier hinten dran. Und dann brauchen wir nur noch ein Rezept, das sagt, dass aus einem Cobblestone ein Stone Dust wird. Zack. So. Thermalzentrifuge. Stone Dust. Machen wir 1000. Ich meine, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und es funktioniert. Perfekt. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.